So, Freunde, weiter geht's mit Zelda. Ich entschuldige mich jetzt erstmal. Ich entschuldige mich erstmal für den letzten Part, Leute. Das war ja komplett Kuddelmuddel. Ein bisschen zickig wegen meinem Controller gewesen. Ich habe jetzt die Steuerung umgestellt. Ich habe jetzt endlich vernünftig die Steuerung über die C-Tasten. Ich kann jetzt endlich gezielt die Sachen hier aktivieren, weil macht das niemals über einen Joystick. Der Joystick ist so ungenau, dass der direkt mehrere Tasten auf einmal aktiviert und dann kommt so ein Gewusel raus wie im letzten Part. Ich entschuldige mich auch nochmal beim Jan, dass ich seine Abmoderation so gestört habe. So, und dann machen wir hier jetzt weiter und ich konzentriere mich jetzt wirklich rein nur aufs Spiel, weil so kann er ja hier nicht weitergehen, Freunde. Passt. So, gut, dann lese ich gerade noch mal schnell die Kommentare, die unter deinem Video gepostet wurden, um das Thema von letztem Mal noch zu einem Ende zu bringen. Zu den Hintergrundgeschichten von Slavi. Also, die gute Lachbohne schreibt, Slavi ist als Kind ausgesetzt worden und dann hat er sich mit Deku, Pfeife und Ocarina durchs Land geschlagen. Da er, als er Gras zerschlug und Vasen zertrümmerte, eine Klage an den Hals gekriegt hat wegen unbefugter Grundstücksbeschädigung. Da ist angeblich ein Naturschutzgebiet. Aha. Danach hat er sich das Pferd erhandelt. Was hat er sich? Den Gaul gekauft. Okay. Passt schon. Ja. Coole Story. True Story, Bro. Konntest du das hier... Hast du jetzt echt dagegen gehauen, du Idiot? Ich dachte, man kann das damit, mit Pfeil und Bogen, du Held. Ach so, sag das doch. Wenn ich nicht alle zwei Sekunden auf dich aufpasse, ne? Aber von dem Weg wird das nicht möglich sein. Das ist hier für die Feuerpfeile. Nee, sag ich ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe jetzt, den ersten Schlüssel. Ich glaube, wir müssen in den komplett entgegengesetzten Raum jetzt. Digga, falsch. Du musst runterfallen. Komplett unten, aber unten kann ich doch noch nichts machen, oder ist unten noch eine Tür? Ach, roll nicht rum, Slavi. Was schon härteres. Soll es auch mal auf die Gesundheit achten? Digga, wir haben keine Fee. Die Gesundheit ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich momentan null Plan habe, wo ich lang muss. Das ist mein Problem. Leute, ich nehme Wetten an. Er wird sterben. Hier komme ich ja aber noch nicht weiter. Weil hier brauche ich die Feuerpfeile, um die scheiß Blume freizukriegen. Hier war ich doch schon. Jo, dann musst du wieder zurück. Sag ich doch. Du bist mir ein Held, Alter. Ja. So, der gute Benjamin Jans schreibt, Slavis Mutter war Ukraine und sein Vater Slowake. Und dann kam Slavi zur Welt. Slavis Mutter ist die Ukraine, alles klar. Nicht gut. Slavis Mutter ist Ukraine, Vater ist Slowake, kam auf die Welt, seine Geschichte, fertig. Du bist Bestseller-Autor, Alter. Geil. Achso, er hat dann unten drunter hat er noch geschrieben, zwar kenne ich schon Majora's Mask, aber mit euch zusammenzuschauen und mitzufiebern, wie sich Wishes und Slavi so schlagen, ist einfach spitze. Vor allem Wishes. Oh, du Trottel, ey, Mann. Er disst mich immer wieder gerne weg. Ist nicht mal mit dem Controller klar. Nee. Vielen Dank für den Kommentar. Finde ich gut. Auch von mir, Bro. Wenn du bis hier noch geguckt hast, dann bist du gut, Alter. Wenn der letzten Part durchgestanden hat, so wie alle anderen. Alter. Gibt auch kein Zelda-Let's Play, was nicht mal flüssig schön von der Hand gehen kann, oder? Die sagst du aber tun. Hin. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, ich sag ja bei mir zumindest. Bei OOT brauche ich 4 Parts, um scheiß Pfeile zu finden, Alter. Ich hab's, glaube ich, sogar hinbekommen, bei meinem ersten LP bei der scheiß Deko-Spinne zu sterben. Oha, hier. Hier haben wir noch einen Kommentar. Predictable Failing schreibt, das passt irgendwie zu dir, Wishes. Er ist in der Ukraine geboren und in die Slowakei ausgewandert. Dort lebte er auf der Straße, bis ihn ein komischer Baum angesprochen hatte. Ja, das passiert mir auch täglich. Und dies veränderte sein Leben dramatisch nicht. Er lebt immer noch auf der Straße, stiehlt alles und jedem das Geld, tötet mit seinem Zahnstocher Tiere und andere Lebewesen, um daraus Nüsse und Baumstängel zu bekommen. Oha. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so eine typische Zelda-Geschichte. Dann ritt er durch den Wald und ward nie wieder gesehen. Und ward nie wieder gesehen. Sehr poetisch geschrieben. Jo, finde ich auch. Aber die Geschichte ist wahr.
Haben wir Bomben? Natürlich. Ich muss mal den Kollegen hier weghauen. Jetzt müssen wir mal bitte sagen, wann Slavi beim Tätowierer war. Wo kommst du denn jetzt da drauf? Rechts am Arm Tattoo. Boah, der Gangster. Der Gangster. So. Ach. Ja, Leute, dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank an euch für die tollen Geschichten. Auf jeden Fall, Freunde, auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam, mal was anderes. So macht das Projekt Spaß, wenn ihr euch vernünftig beteiligt. Ja, finde ich auch gut. Ja, echt geil. In dem Raum war auf jeden Fall noch eine Fee. Ja, aber erst, wenn wir die Feuerpfeile haben, Leute. Jetzt benutze ich zum Beispiel die ganze Zeit den Analogstick für die C-Trigger, weißt du? Jetzt hast du dich schon halbwegs umgewöhnt und dann passt's wieder. Ja, ja. Oh Mann. Moment mal, bin ich hier nicht schon zu früh? Hier kann ich doch auch noch nichts bringen, oder? Wo treibst du dich eigentlich wieder rum? Ja, da ist übrigens noch da, wo der... Da ist eine Fee, ich weiß. Ja, halt doch, du musst hier, Digga. Da sehen die El Blindos. Kamera? Ja, Rückseite. Du musst die Zapfen, die an der Decke hängen, runterschießen. Das war sehr clever. So geil, macht man Mann. Das auf jeden Fall. Das Link die Slavi, die Eiskultur. Eiskultur. So eine Scheiße schafft auch nur Wishes. Wer kann, der kann, Alter. Alter. Siehst du die an der Decke? Ja, ich sehe sie. Wir sehen jetzt alle bis drei. Alter! Hau die Scheiße da jetzt runter, Mann. Normalerweise mag ich den Tempel sehr. Jetzt gerade geht er mir voll auf den Sack, weil ich mir gerade selber ein bisschen auf den Sack gehe. Ich muss mal meine ganzen Bierdeckel hier wegtrinken. Wir sind Professionalität hoch 10, Alter. Der eine kriegt seinen Controller. Der eine kriegt seinen Controller nicht auf der Kette einzustellen, der andere räumt sein Zimmer während der Aufnahme auf. Ach, ey, die lagen hier direkt vor meiner Nase, so 20 Stück oder so. Geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Slavi, du siehst scheiße aus. Slavi, nimm Reis aus. Boah, jetzt holt er den Goron raus, ne? Jetzt holt er den Goron raus! Du bist schon so in deiner kleinen eigenen Welt, ne? Jetzt holt er den Goron raus, hau da rein. Sehr gut. Ne, ich komm langsam ins Spiel, muss ich sagen. Wird auch mal Zeit hier nach... Oh, ich hab vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Wir haben gesagt, dass der Part ein bisschen länger wird als Entschuldigung zum letzten Part. Ja, dann hauen wir jetzt einfach nochmal 10 Minuten drauf. Ja. Keine Ahnung, Digga. Nur 10 Minuten oder 5 Minuten. War das nicht so? Oh, ich glaube, da war ein Zeitschalter, ne? Oder? Ne, gar nicht. Das war hier so ein Rätsel. Wir mussten die je nachdem verschieden drücken. Ja, glaub, langsam. Jetzt kommt der da hinten zuerst. Langsam. Maske absetzen. Dings rausholen. Auge der Wahrheit. Auge der Wahrheit. Ja, und an die Decke gucken. Mit Pfeilen. Die Mucke, sie geht im Hintergrund ab. Ah, ja. Du stehst am falschen Eck. Jetzt. Och, geht mir doch nicht auf den Keks. Oh. Wie man sie nicht sieht im Auge der Wahrheit, siehst du das? Ey, geil, das ist mir noch nie aufgefallen. Das hat was. Wo ist denn das scheiß Vieh? War das nicht ein Bug in der Emulator-Version? Ja, schieß ein paar Mal in die Luft. Irgendwo hier war das doch. Ziemlich mittig. Jo. Bingo. Komm zu mir. Mach mal das Auge aus. Lol, die siehst du nicht im Auge. Krass. Nee, das war, meine ich, ein N64-Bug. Also, dass das im Emulator nicht wiedergegeben werden wird. Im Original hast du es halt schon gesehen. Im Original hast du es gesehen. Das ist auch immer, glaube ich, die letzte Fee gewesen, die ich verpasst habe, weil die echt scheiße versteckt ist. Man muss ja sagen, die Sammelsachen in Zelda sind im Durchschnitt ja wirklich fair. Wenn man jetzt die ganzen Nebenquests nicht beachtet, wo du halt bestimmte Sachen einfach wissen musst. So, jetzt geht's auf Zeit. Denk dran.
Jo, alles klar. Dann mach du mal hier den Unterhalter, damit ich mich hier konzentriere. Das kriegt ihr jetzt die nächsten 10 Minuten in Dauerschleife. Oh Gott. Muss der hintere zuerst gemacht werden, der orange? Ja, der hier muss zuerst. So, dann geht die Tür wieder runter. Und jetzt den grünen, ne, in der Mitte. Mit dem grünen hochspringen, als Link. Ja, ja, ist klar. Und dann den runterhauen, ne? Nein, 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 dann weitermachen. Spring, lauf weiter, da wieder hoch halt, genau. Willst ja nur durch die Tür, fertig. Ach, durch die Tür? Ja, natürlich. Alter, der Typ, ne? Es sind zwei Schalter. Was muss ich machen? Was muss ich machen, wenn ihr überarbeitet? Nein, was machst du denn? Scheiß doch drauf, was durch die Tür. Ist? Ach, ich dachte, die wäre wieder zu. Weil ein Timer lief. Direkt vor deiner Nase. Ach so, das war nur, um die Plattform hochzuhauen. Da sagt mir das doch einer. So, guck mal, verkack, wir haben es in die erste Etage geschafft nach zwei. Verkack paar. Es nicht. Warte mal. Verkack es nicht. Ich muss, glaube ich, vorher abbremsen, ne? Du musst komplett durchwetzen. Ist es sicher, dass... Ah ne, das Glas zersplittert durch die, das Eis zersplittert durch die Stacheln, ne? Nein, du musst da durch über den Abgrund. Oh. Und loslassen. Cool. Rechts rum. Gott, cool. Ich seh dich fallen. Bleib cool. Ja, du musst halt nur oben rumrollen, ne? Ist dir klar. Ja, ich wollte hier nur Sachen sammeln, ne? Wir wollen ja auch hier 100% zeigen. Genau. Muss hier der verdammte Rubin gezeigt werden. 100% vollen Geldbeutel. Nicht. Es geht noch, hier hast du... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, hier hast du wenigstens ein Auffangnetz, ey. Das erste und das letzte. Geh doch mal hoch, du blöder Jugoslawe! Jugoslawi, Alter. Meine Güte, ey, ist das ein Abenteuer hier. Leute, ich sehe es schon, wenn der... Der kann ja nicht mal die Kamera gerade aushalten, oh Gott. Die Controller kann sie gar nichts machen. Alter. Wunder, dass ich es überhaupt schaffe, mich vernünftig zu drehen. Nicht runterfallen! Meinst du? Vor allem, was willst du hier? Wir haben keine Feuerpfeile. Ja, ich weiß, noch keine Feuerpfeile. Hier gibt es aber auch noch eine Fee in dem Raum, das weiß ich. That I know. Ich mach mal einen kurzen Schnitt. So Leute, ich bin wieder oben, nichts passiert, alles gut. Ich krieg noch einen Ausraster bei dem Typ, ne? Oh Gott. Ist jetzt aber auch gerade scheiße gelaufen, würde ich mal sagen, Jan, wa? Ja, du musst das Ding perfekt gerade halten. Also ein bisschen um die Kurve noch zu rutschen, funktioniert nie bei solchen Dingen. Ah, der Kerl, den konnte man mit Pfeil und Bogen gut kriegen, ne? Kannst du dir gleich mal merken. Oder? Ja. Oder hat er den abgewehrt? So, dann brauche ich aber erstmal wieder Pfeil und Bogen. Solange du nah an ihn rankommst, ist die Grundfaust stärker. Wir machen jetzt aber mal den schnelleren Weg. Ja, du darfst halt nicht zu nah an ihn ran. Du musst erst warten, bis er rumdoktert. Ah. B. Jetzt. So, wir hauen jetzt einfach nochmal so blind 5 Minuten drauf. Ein Geschnibbel am Ende des Tages sein. Mhm. Nicht sehr feierlich wird. Habt ihr gesagt, guck noch mal drauf. Nö. 5 Minuten noch. Ja, ich muss irgendwie die Zeit wieder gut machen, die ich verhauen habe in den letzten zwei Parts. Voll das schlechte Gewissen, Leute. Und Eis. Oh, Tail. Tail? I'm firing my tail. Und Eis. Schieß doch, Mann! Du hast es voll drauf, ne? Du weißt, dass wir keine Fee haben. Ich brauche keine Fee. Merkt euch diesen Satz gut, Freunde. Ich brauche keine Fee. Wishes 2014. Halleluja. Schniedel dich, Alter. Ich brauch keine Fee. Ich brauch keine Fee. Jetzt. Ich brauch keine Fee, Alter.
Oh, der Kerl macht mich fertig. Ich will endlich. So, wir haben. Müsste jetzt eigentlich das Item des Tempels sein, ne? Die letzten beiden Tempel sind sowas von mir, Digga. Ja, haben wir ja abgemacht. Mhm. Feuerpfeil, hab ich Feuerpfeil gekriegt. Wollen wir hier den Schnitt machen oder soll ich jetzt noch am besten noch ein, zwei Räume mitnehmen? Du haust jetzt noch ein paar Minuten drauf. Wir haben erst eine Minute seit der Aufnahme. Jetzt erstmal. Soll ich jetzt erstmal runtergehen und unten alles abgrasen, jetzt wo ich die Feuerpfeile hab? Roll nochmal darüber. Ah, du willst den Aufzug anmachen. Was? Er war geslidet, Alter. Hier ist doch ein Aufzug, wenn ich mich nicht irre. Den wollte ich mit Sicherheit anmachen. Da ist ein Feuerauge. Das ist kein Aufzug. Ich meine, hier ging Aufzug an und aus. Und hol auch das Auge der Wahrheit, das brauchst du. Sag ich doch, hier ist ein Aufzug. Ja, aber mach mal das Auge der Wahrheit an und da diesen Eisspucktypen weg. Ich kann jetzt erstmal elendig verbrennen. Weil da hinten, wo es ein Stück weiter geht, ist eine geheime Treppe. Und da oben ist eine Fee. Ich sehe gerade. Es sind schon Säcke, ne? Letzte Wetten werden angenommen. Jetzt aber mal gut, Alter. So eine kleine Treppe krieg ich noch hin. Selbst mit einem scheiß Controller. Alter, ich hab's ja schon wieder fallen sehen. Aber wir gehen, glaube ich, jetzt mal runter. Weil wir jetzt unten erstmal alles auflösen, wo wir jetzt durch die Feuerpfeile durch können. Jo. Bezogen auf Feen. Der Raum müsste feefrei sein. So, jetzt machen wir das mal wieder ein bisschen organisiert hier, Leute. Mach die Mütze an, dann siehst du es mit der Feenmütze. Ach, warum die Dekomaske, du Hannes? Oh, hier ist auch leer, wunderbar. Ey, wir gehen da besser mal als Corona runter. Nee, nicht runter. Digga, ich will drüben in den Zwischenraum nochmal. Nicht runter, vertrau mir. Was gehst du jetzt Lass hier? Lass mich doch erstmal umschauen, Digga, Alter. Ey, in dem Raum gab's noch einen Schlüssel, wenn du alle drei Eisskulpturen killst. Ja, dann geh ich eben zurück und mach das noch eben. Oh. Ah. Rennt ja nicht weg. Ah. Gut gemacht. Ah. Rennt ja nicht weg. Ich will ja erstmal eins nach dem anderen machen. Überarbeiten. Nee. 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 Steht direkt vor seiner Nase. Er schießt mit dem Feuerpfeil drauf. Geiler Typ. Ach, die normalen Pfeile bringen bei dem nichts, solange die Eis. Da. Hier war interessantes drinne. Brauchst du nicht, ne? Kacklappen. Jetzt zufrieden. Was ist Sparfuchs? Nimm doch eins mit und lässt zwei liegen, der Horst, ey. Nur, hab ich extra für dich gemacht. Ich such Energie. Ich will dir sowas von die Eier abreißen, ey. Und haut auf die Ratte, der Geile, ey. Na dann such mal schön. Ich lass dich mal suchen. Leute, Beschwerde-Hotline, Wishes Kanal. Beschwerde-Hotline. 0190. Wie war das mit, ich gebe jetzt mal Gas im Tempel, ne? Ja, dann sag mir doch, wo ich die scheiß die scheiß Magie krieg, Mann. Hey, du hörst mir ja nie zu, du machst Ich höre dir doch zu, ich wollte jetzt so die blöden Herzen nicht mitnehmen. Den Scheißtrick machst du jetzt ohne mich, viel Spaß. Gott, Alter, Zicke, Mann. Da Was hier, alle Zicke? Herzen mitgenommen. Du bist doch hier der Profi, du kannst doch alles allein. Alter. Du bist doch hier der Profi, du kannst doch alles allein. Leute, das ist Let's Play Zelda bei Sluxy und Wishes. Hier ist alles mit drinne. Frustration, Eier, Drama, ne? Hass. Lass liegen, brauchst du nicht. Wie er sich anpisst wegen drei Herzen, Alter. Ich merke das schon, Jan. Wir werden nach diesem LP nie wieder ein Wort miteinander reden. Wenn du so weiter zockst, auf jeden Fall. Ich rede nicht mehr mit ihm, warum nicht? Er war schlecht im Zelda-Let's Play. Ist unverzeihlich. Ja, Mann, das ist Kapitalverbrechen, ey. Wie kann man nur so kacke sein? Schön. So muss das sein, ganz großes Guido. Nee. Oh, wunderbar. Der Kollege sollte auch nochmal weg. Und dann gibt's dort, wie ich es euch vorher gesagt habe, die Kiste. So, die 5 Minuten sind rum.
So, ich hole aber vorher noch eben die Kiste. Das wird ja jetzt wohl drinne sein. Dann kannst du liegen lassen. Fick dich, Jan, ohne Scheiß. Ja, ist doch so. Wir müssen, glaube ich, gleich mal ein paar Standpunkte hier klären, Freunde. Fällt runter. Schade. Ich rolle auch, mit Absicht jetzt. Mit voller Extra. Mit voller Extra, Alter. So, Schlüssel, vorbei. Jan, die letzten Worte.